Mir gefällt dieses Symbol nicht. Ob es wohl klug ist, in Mengenbilla in der Alchemistengilde? Nein, ne? Solange du dich nicht erwischen lässt. Da ist ein Schwertsymbol. Solange du keine Zeugen hinterlässt. Das klingt schon besser. Das fällt unter nicht erwischen lassen. Du solltest das doch durch Payday gewöhnt sein. Nein, Moment. Und selbst in Payday arbeiten wir meistens so, dass es keine Verletzten gibt. Gut, bis auf die Wachen, die zählen nicht. Letzter Diamond Store, 19 grenadierte Zivilisten. Hey, das war nicht ich, das war Sam. Egal. Ich habe nur einmal in einem Diamond Store eine Granate aus Versehen geschmissen. Da habe ich aber auch gesagt, Jungs, wir müssen uns beeilen. Warum? Ich habe da gerade eine Granate geworfen. Und die lag auch nicht neben den Zivilisten. Neben den Zivilisten teilen, ja. Ich weiß, dass das nur in die Hose gehen kann. Moment, haben wir noch eine andere Option? Du kannst doch mit allerlei Zauberkundigen reden, aber... Falls ihr loszuwerden. Findet mehr über die Krankheit heraus, erwerbt das Buch eines. Oh, wir haben wieder ein Fragezeichen auf der Karte. Könnten wir da wohl noch ein Steinfragment kriegen? Vielleicht. Noch mit Magie gelehrt. Wen kennen wir denn noch alles? Aber einbrechen. Nein, ich möchte das vermeiden, wenn es nicht zwingend erforderlich ist. Aber einbrechen. Gucken wir doch mal bei Immaculo. Vielleicht kennt der sich da ja aus. Ja, das Buch kenne ich. Frag mal die Alchemistengilde in Mengenbilla. Ah, ihr seid es. Wir suchen ein Buch über das Echsenvolk. Es trägt den Titel Al-Imazin. Al-Imazin? Ein interessantes Werk. Ihr habt es? Nein, leider nicht. Bis später. Zeig ja. Wer ist denn noch, wen kennen wir denn noch, der magiebegabt ist? Der Magier von den Füchsen zum Beispiel. Und die Frage ist, ob der jetzt aufgrund der Questreihe noch in seinem Turm ist oder ob der schon da im... Gucken wir mal durch die Ortschaften. Heiltränke, Zaubertränke, ich habe für jeden etwas. Ja. War ja ein Versuch wert. Gucken wir mal am Seeufer. Warte mal, hier saß doch der Meuchellehrer, ne? Wenn ihr mal verwundet seid, kommt zu mir. Das war ein Versuch wert. Ah, ihr seid es. Vielleicht könnt ihr uns etwas über die Kunst des Tötens beibringen. Ihr habt Interesse an einer Kostprobe. Der Kunst des Tötens kann man nie genug lernen. Was? Sie führt zwei Dolche. Hey, du kommst dann irgendwann wieder mit, ne? Messer ihn. Und die macht den Kroko noch platt. Ja, und? Ich weiß, da gibt es vorher so ein paar andere Sachen, die wir mit ihr lernen müssen. Mist, die haben die AP nicht. Und das Charisma. Ich glaube, wir hatten dafür noch gar keinen Lehrer. Dich kommt dazu. Könntest aber mal gucken, ob du bei Aurelia Charisma steigern kannst. Das schadet ja auch nicht. Genau einmal. Ja. Sollen wir das bei ihr auch maxen? Charisma schadet nie. Schaltet ja auch noch Gesprächsoptionen frei teilweise. Dann müssen wir das aber auf unserem Zwerg auch noch maxen. Ich weiß nicht, ob beim Zwerg nicht niedrigeres Charisma mehr Gesprächsoptionen freischaltet als hohes. Ich meine weniger Kampfes. Naja, egal. Hier also auch nicht.
Ich möchte... Jetzt holen wir uns erstmal den nächsten Stein. Ein Schrein für die wandelbare Zar. Und ein weiteres Wort. Eidechse. Ihr heiliges Tier. Wo küssen sich Eidechse? Was? Warum nicht? Was hast du gegen Eidechsen? So erstmal nichts. Es ist nur interessant, was danach herauskommt. Ha! Ja, haben wir noch einen? Ja, das ist ein Druide. Das ist doch egal, der vielleicht kennt ihr da was. Wird euch immer willkommen heißen. Auch nachdem ich ihn brandgerodet habe? Geht mit dem Segen der Erdmutter. Hätte ja klappen können. Ich will da nicht einbrechen. Es widerstrebt mir. Einbrechen, einbrechen. Gut, du hast es dir verkniffen. Was? Die Frage nach dem Passwort. Ach so. Musst aber selber kurz überlegen. Ach, das war's, ja. Wie kann ich helfen? Eine Elf. Waren wir hier schon mal? Ja, aber... Ihr seid ein Elf. Zweifellos. Was verschlägt euch hierher in den Süden? Eine Frau. Was sonst? Dann ist ja alles geklärt. Auf geht's. Muss eine interessante Frau sein, wenn ihr für sie den Weg auf euch genommen habt. Interessant und schön. Sie heißt Ninive und lebt zwischen Festina und Laufas. Grüßt sie von mir, wenn ihr sie seht. Aber macht mir keine Hoffnung, das wäre nicht gerecht. Bis dann. Wir haben einen Elf und er hat ein Lehrersymbol über sich. Ich nehme mal an, von ihm können wir im Zweifelsfall meisterliche Regenerationen lernen. Elfenmagie ist nicht unbedingt so viel zu tun mit sonstiger Magie. Und dann widerstrebt es mir, von einem Elfen zu lernen. Da sind wir schon zwei, aber es ist immer praktisch, was in der Hinterhand zu haben. Nein, es ist niemals praktisch, Elfen hinter sich zu haben. Nein, ich sagte nicht den Elf, ich meinte die Elfenmagie. Die kannst du eh nicht lernen. Ach ja, ihr hattet da ja sowieso auch so ein kleines Problem mit eurem Elfen gehabt, ne? Sanya Bartala. Oh, hallo. Sehr erfreut. Noch eine Elfe? Was zur Hölle? Lassen wir Naurim wirklich sprechen? Ja. Ich lasse es mal so. Wir haben einen anderen Elfen namens Madawar getroffen. Hat er euch geschickt? Natürlich hat er euch geschickt. Er hat einen weiten Weg auf sich genommen, um bei euch zu sein. Ich bin nicht einmal sicher, ob er mich wirklich liebt. Dann braucht ihr vielleicht einen Liebesbeweis? Wie stellst du dir das vor, Talar? Überlasst das Madawar. Wenn er euch liebt, wird ihm etwas einfallen. Ich rede mit ihm. Siehst du, jetzt kannst du nicht mehr mit Naurim mit ihm reden. Das ist auch ganz gut so. Gehen wir. Weichei. Hey. Elfenfreund. Nein, lediglich ein wenig tolerant. Bah, ist fast genauso schlimm. Außerdem, das hat nichts mit der Rasse zu tun. Das hat so ein bisschen, weißt du, dieses letzte Quäntchen Gutmütigkeit, was da noch vorhanden ist. Außerdem, von dem Mann können wir was lernen. Kann ich helfen? Wir haben mit Ninive gesprochen. Sicher will sie nichts von mir hören. Im Gegenteil. Sie will endlich einen handfesten Liebesbeweis. Das ist eure Gelegenheit. Ist das wahr? Dann hat sie wirklich Interesse an mir? Hätte sie euch sonst darum gebeten? Ihr habt recht, ich sollte diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Das würde ich mir nie verzeihen. Na, endlich, also dann. Ja, wir quälen euch mal. Können wir euch helfen? Vielleicht könnten wir auch einfach gehen. Ninive ist anspruchsvoll. Wie soll ich sie beeindrucken? Tja.
Sie ist doch eine Jägerin, nicht wahr? Ja, ihr meint, eine Jagdtrophäe würde sie beeindrucken. Warum nicht zwei Jagdtrophäen? Ich weiß nicht. Vertraut mir, mein Freund, ich weiß, wie Frauen denken. Aber ich bin kein Jäger. Ich weiß, worin das schwierig, endet. Schwierig, ja, schwierig. Jedoch, wer sagt, dass ihr die Trophäen selbst holen müsst? Sonst wäre es doch kein Liebesbeweis. Wenn Ninive sieht, dass ihr euch für sie bemüht habt, wird das alles sein, was für sie zählt. Liebende verbergen oft die Augen vor der Wahrheit. Könntet... Würdet ihr vielleicht... Wir? Ich weiß wirklich nicht, ob wir dafür die Richtigen sind. Bitte. Im Gegenzug könnte ich euch etwas über Heilkunde beibringen. Ihr erweicht mein Herz, verliebter Elf. Wir helfen euch. Wundervoll. Dann bringt mir... Wartet. Es muss etwas wirklich Außergewöhnliches sein. Das Leder eines Krokodils und die Blüte einer seltenen Pflanze. Eine gute Wahl. Rate, so soll es geschehen, Freund. Ich habe da so eine äußerst ungute Befürchtung, was die Pflanze angeht. Von der Horde von Krokodilen, mit der wir uns anlegen müssen, oder vielleicht mit dem, wie sagt man so schön, King Godfather of Crocodile. Vielleicht findest du ja einen Teil von Algerius in einem der Krokodile. Von wem? Das ist unser Rondra-Geweihter, den wir verloren haben bei der vorletzten Spielrunde. Der so ein bisschen von Krokodilen zerfleischt wurde. Aufgrund der Tatsache, dass er nicht mehr mitspielt, ne? Ja, der wurde nur noch als NPC mitgeschleppt. Ja, das aber passte da gerade, ihn loszuwerden. Aber warum von Krokodilen gefressen werden lassen? Das ist doch... Ne, der sollte eigentlich im Endkampf von dem Abschnitt sterben, aber der musste halt über eine Brücke und Spielleiter hat einen von uns für ihn würfeln lassen. Nicht mich, weil ich eh immer nur 20 würfle. Und er ist dann halt von der Brücke gefallen und hat sich dabei schon verletzt und dann voll in die Krokodile. Und das passte halt gerade. Wie war das noch? Welche Trophäen? Das Leder eines Krokodils und die Blüte einer seltenen Pflanze. Okay. Keine Sorge, wir kümmern uns um alles. Du bist wirklich unverbesserlich. Muss ein Geburtsfehler sein. Hier kann man sicherlich rausschneiden. So, das heißt, wir haben jetzt die glorreiche Aufgabe und dürfen... Ja. Tja. Da siehst du mal, was du davon hast, einem Elfen zu helfen, der zu blöd zum Jagen ist. Der ist ein Heiler. Trotzdem zu blöd zum Jagen. Er ist nach wie vor ein Heiler. Und der ist zu blöd zum Jagen. Ja, nun. Kann ich ja erstmal nichts für. Doch. Ich glaube, wir machen erstmal die Krähenquest fertig und dann jagen wir. Ich habe irgendwie nicht gerade Lust, mich mit der Pflanze anzulegen. Ihr habt mich also aufgespürt. Ich hörte schon von eurem Vorgehen gegen meine Schwingen. Ergebt euch! Ihr habt verloren! Meint ihr? Ich hatte genug Zeit, eure Schritte vorherzusehen. Längst ist die Meuchlergilde auferstanden von den Toten. Schon bald wird sie ihr Schicksal erfüllen und Borons Reich auf deren erschaffen. Ihr müsst allerdings verstehen, dass ich euch dafür lebend nicht gebrauchen kann. Borons Reich klingt gut. Ich arbeite mit dir zusammen. Wen soll ich töten? Borons Reich hätte ich auch erstmal nichts dagegen, aber die Tatsache, dass er uns dafür killen will, ist jetzt nicht so unbedingt das, was mir dabei zusagt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Elendes Weichei. Elfenfreund. Fallenfinder. Darf ich dich daran erinnern, dass dein bester Kumpel, auch wenn du ihn meistens mit ihm gezeckt hast, auch ein Elf war? Das war ein völlig anderes Spielsystem. Das ist mir egal. Das stört mich nicht. Fallenfinder. Mal, wie lang ist denn diese Falle? Schweinerei. Doch.
bin ich da ein paar Stöcke getreten. Laufe ich einfach mal weiter. Die hören schon irgendwann auf. Ja, du kannst die Fallen ja nicht disablen. Das ist ja das Schlimme. Wenn das man ginge. Ich wäre vorsichtig mit, da du ja eh wieder gleich mit Zorn rumspielen wirst. Das ist der Grund, weshalb ich hier so ein bisschen vorsichtig taktiere. Gerade. Ich stelle dich mal da.